Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 5, GTA 5. Wir haben gerade den Juwelier ausgeraubt, erfolgreich, sind abgehauen von der Polizei durch Kanalisationen und, keine Ahnung, U-Bahn-Neubauten. Und jetzt sollen wir den Laster, wo die Motorräder hinten drin sind noch, und die Beute, nehme ich an, zu Lester bringen. Das werden wir jetzt tun, während es hier in Los Santos eindunkelt. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man! Ha ha! Woo! Ha ha! Woo! Da liegt doch schon. Work, homies. Woo! I might just be able to send my kids to college! Cool. Alright, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Ja, das war's mit Michaels Ruhestand. Da ist er wieder. Zurück in seinem alten Metier. Ausgeführt, der Juwelenraub bestanden. Sehr schön. Weiter. Die Statistiken interessieren mich ehrlich gesagt nicht wirklich. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, alright? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, alright? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Okay, da sind wir im Stripclub. Hart wie Diamant, das konnte ich gar nicht lesen. Michael, wir treffen uns bei mir. Du hast das Geld bald auf dem Konto. Lester muss es waschen. Okay. Ja, gute Frau, können wir Ihnen noch irgendwie... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Benutze, um dich umzusehen. Drücke, um einen Dollar zu werfen. Aha. Drücke, um es regnen zu lassen. Naja, so viel Geld haben wir dann doch nicht. Schmeißen wir doch mal einen Dollar. Jetzt ist er weggegangen. Jetzt ist er auch weggegangen. Nicht mal einen Dollar kann man hier werfen. Da steht doch linke Maustaste, um dich umzusehen. Okay, ich sehe, na ja, jetzt geht's. Na gut, gute Frau. Wie komme ich hier weg? So. Ich wollte gerade sagen, wenn du nicht willst, dann kriegst du halt auch kein Geld. Wobei, ich gehe jetzt doch mal noch schnell gucken. Jetzt ist sie ganz weg. Kann man da hinten rein? Nee, geht nicht. Aber da kommt sie wieder. Nee, das ist eine neue. Guten Abend. Und jetzt? Geht nicht. Jetzt läuft sie nach da vorne. Dann gehen wir wieder zurück. Da ist noch jemand. Das ist doch ein Mann. Schnell weg. Also die Stimme war von... Ja, rein optisch ist es ja kein Mann, aber die Stimme war doch von Kerl. Das ist mir irgendwie hier nicht geheuer. Gehe ich jetzt zu einer Tänzerin, drücke E. Kriege ich jetzt den Private Dance? Oh, das ist nicht jugendfrei. Sympathie-Infernus. Kann ich hier sonst noch was machen? Drücke, um einen Dollar zu werfen. Ich würde den glatt werfen, wenn ich wüsste wie. So verlasse ich hier den ganzen Spaß wieder. Mit E bin ich wieder da. Und wenn ich links drücke, jetzt hat er ihn geschmissen. Unten hat man's knapp gesehen. Guck mal. Blob. Und die turnt hier. Ja, sehr. Aber weißt du was, Mädel? Wir müssen trotzdem los, denn wir müssen zu Michael, hieß es. Das ist zwar jetzt hier von diesem schönen Ort zu Michael, das ist wie vom Himmel in die Hölle, aber nützt ja nichts. Oder sollen wir hier vielleicht doch nochmal kurz? Ich würde ja dann, je nachdem... Hallo, junge Frau. Aha. Eben, geht ja doch. 40 Dollar, okay. Das ist zu überleben. Das ist jetzt aber nicht wieder der Kerl. Hoffentlich.
Mhm. Ab ins Separé. Oh. Oh oh, muss ich da noch pixeln? Ja, ich like es, aber YouTube mag das nicht. Oh Gott, ja, da kann ich irgendwie einen schwarzen Balken drüber legen. Ich gucke mal nach hier unten, da muss ich mich alles verpixeln. So, oben ist das, was man erwartet, wenn man das hier sieht. Jetzt geht's wieder nach oben. Ich möchte es nach unten haben. Ich möchte nicht pixeln wie ein Blöder. flirte mit der Tänzerin und berühre sie. Ja, jetzt geht's noch ein bisschen schneller. Hm. Ja, genau. Irgendwie kann man noch flirten und dann kriegt man wahrscheinlich noch Ärger da draußen. Aber bevor ich ja Ärger mit der amerikanischen Moralauffassung von YouTube und Google kriege, gehen wir hier mal raus. Eben, es geht ja eigentlich, geht's jetzt zu Michael, hieß es. Wo geht's hier raus? Hier. Gut. Oh, nett. Nehmen wir den gleich? Ich würde mal sagen, den nehmen wir gleich. Aber erstmal schnell gucken, was wir hier alles haben. Reinzoomen. Das war doch ein Kerl, der andere. Das kann mir doch keiner angeben. Was haben wir hier? Ein P. P steht für, keine Ahnung. Hier sind wir gerade. Okay, wir haben gesagt, wir gehen zu Michael. Dann gehen wir zu Michael. Machen wir ja gar keine Sperenzchen, denn wir wollen ja weiterkommen in der Mission. So, mal gucken. Kann ich hier die Karre klauen, ohne dass hier der Kollege da, der guckt schon so. Hm. Versuchen wir es mal. Oder ist das eh unser Auto? Ja, der winkt fröhlich. Okay, dann ist es jetzt unser Auto. Und gleich mal einmal wenden. So, wir müssen nämlich hier lang, hieß es. Nee, doch nicht. Nee, hier müssen wir ganz bestimmt nicht lang. Müssen wir hier lang? Auch nicht. Okay, dann gehen wir zurück. So, jetzt geht's wieder. Hm, naja, sieht von außen zwar geil aus, die Karre, aber so richtig Zupf, wie man so schön sagt, hier in der Gegend, hat das Ding doch nicht. Ja, es ist nicht langsam, aber da saß ich doch in dem Spiel tatsächlich schon in anderen Autos drin, die anders abgingen. So, mal gucken, was Michael möchte. Ich glaube nicht, dass der nur mit uns anstoßen will. War mir jetzt schon wieder helllichter Tag. Waren wir jetzt die ganze Nacht in dem blöden Dorsing drin da? Mit dem Mann, der aussah wie eine Frau? Oder die Frau, die aussah wie ein Mann? Bin ich hier richtig? Nein. Shit. Einmal rückwärts. Hoffentlich kommt gleich einer. Natürlich kommt einer. So, du hier mit deiner Rostlaube kannst gleich mal Tschüss sagen. Und wie immer in der Stadt hat man dann noch einen fetten Brummi vor sich. Dankeschön. Also jetzt finde ich, glaube ich, den Weg sogar ohne GPS. Das ist das, was ich meine, dass man dann halt nach 100 Folgen dann auch mal langsam weiß, wo man hinfährt. Wenn einem die Polizei verfolgt, weil man halt die Stadt kennt. Hier kenne ich immerhin diesen Abschnitt und weiß eben, wo Michael wohnt. Noch eins höher. So, noch eins höher, genau. Eben noch kurz ins Heck rein und dann hier rein. Und dann mal die Karre angucken. Na? Jo. Ordentlich. Ordentlich kaputt gemacht. Ach, da wäre zwar noch einiges mehr gegangen, aber naja. Passt doch. Sah anders aus, als wir eingestiegen sind. So, lasst uns mal gucken. Michael? Da ist er ja. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew. Cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and engagement rings.
Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you want to smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny. Leave it. The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you've done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! Cut! Oh. Cut! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! That yeah. Cowboys forced our hand. We gotta find the rest of the lost. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Trevor. Heiliges bisschen, jetzt sind wir Trevor und das ist schon geil gemacht, also so hart und brutal es ist, aber das ist halt gemacht wie ein Film. Also ich saß gebannt davor, hab geguckt. Ich kenn's wie gesagt zum Glück noch nicht. Ich bin sowas von froh, habe ich nicht irgendwie, als das für die Xbox und Co. rauskam, Let's Plays geschaut davon. Das wäre, da hätte ich mir glaube ich einiges versaut. Denn ich muss sagen, das war jetzt wirklich eine Szene, wie ich sie also in einem Videospiel auch schon länger nicht mehr erlebt habe. Okay, weiter geht's. Wo gehen wir denn hin? Mit dem guten Trevor, der gerade einen Geist gesehen hat, nämlich den Michael. Nach Grape Seed. Okay, wir fahren nach Grape Seed. Der andere liegt da immer noch in seinem Blut, der arme Kerl. This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Cool. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him! Wait. Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley he was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone's got mothers, at least one. Das ist eine schöne Gegend hier. Und was haben wir denn da hinten noch für einen Knecht auf dem Rückfahrersitz? Das ist ja eine ulkige Gestalt. Das sieht aber schon geil aus hier. Das ist dann wohl außerhalb von L.E. Ja, wie das war schwierig zu erraten. Da landet noch ein Flugzeug. Auch geil. So, hier See. Wir fahren, aber nur wenn Trevor den Weg findet, dann fahren wir. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again.
Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, what, no, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. Die hat er vertrieben, alleine mit der Kraft seiner Worte. Genau, das machen wir. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Kleiner Cliffhanger. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.